Der Stadtrat will es jungen Erwachsenen nun erleichtern, Wohnungen zu finden. Ein entsprechender Antrag der Fraktionen Linke, Grüne und SPD wurde angenommen. Begründet wurde der Antrag mit einer steigenden Anzahl von jungen wohnungslosen Erwachsenen. Trotz des Leipziger Wohnungsnotfallhilfekonzeptes stehen Jugendberatungsstellen, das Jobcenter und andere Akteure der Wohnungslosenhilfe zunehmend vor dem Problem wohnungsloser Jugendlicher. Dabei geht es vorrangig um junge Erwachsene, deren Eltern nicht fähig, nicht erreichbar oder nicht willens sind, für den Mietvertrag des Kindes zu bürgen. In Einzelfällen sollen jetzt, nach Prüfung von klaren Kriterien, Bürgschaften für wohnungslose Jugendliche übernommen werden. Damit soll diesen jungen Menschen der Zugang zu einer Wohnung überhaupt möglich gemacht werden. Jugendhilfe gibt es bis zum 18., in Sonderfällen bis zum 21. Lebensjahr. Viele Betroffene berichten jedoch von Problemen nach dem Erreichen der Volljährigkeit. Nach dem Ende der Hilfe fällt es vielen schwer, sich selbstständig um alles zu kümmern, gerade was Bürokratie angeht. Mit dem beschlossenen Antrag soll nun zumindest bei derartigen Hürden Unterstützung angeboten werden.